Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer aus meinen rudimentären Hinweisen im letzten Part von Return to Castle Wolfenstein schlau geworden ist. Aber ja, ich habe Enter the Matrix angeteased. War schon relativ schwierig zu erraten, glaube ich, weil das Spiel ist von Shiny Entertainment, wie man auch gesehen hat. Die nämlich auch Earthworm Jim gemacht haben und Wild Nine und bestimmt noch irgendwas, was ich schon gespielt habe, wo ich mir jetzt aber nicht ganz sicher bin, was es sein könnte. Aber guck mal in die Beschreibung. Da habe ich die ganzen Spiele von Shiny, die ich jetzt schon mal gemacht habe, gespielt. Und ja, war, glaube ich, so ein kleiner Umschwung für Shiny Entertainment. Ich glaube, David Perry hieß, glaube ich, der Frontmann. Also hier der CEO, der auch für die ganzen anderen Spiele verantwortlich sind, die auch eigentlich immer, oder fast immer zumindest eine ganz gute Qualität hatten. Zumindest Earthworm Jim und Wild Nine waren eigentlich sehr, sehr cool. Und ja, ich weiß nicht, warum die Matrix-Macher oder wer auch immer die Lizenzen verwaltet hat, ausgerechnet Shiny für die Umsetzung von Enter the Matrix verantwortlich gemacht hat. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann mich nur noch dran erinnern, damals, ne, in den Spielzeiten, das war überall das Spiel, ne. Es hat sich auch sehr gut verkauft. Ich spiele jetzt hier gerade die Platinum-Version von PlayStation 2. Und, ja, ist, glaube ich, rausgekommen, ich bin mir nicht ganz sicher, also der erste Teil, der kam, glaube ich, 99 raus von Matrix. Und ich meine, Enter the Matrix kam noch vor dem zweiten Teil, also bevor der in die Kinos kam, glaube ich, das Spiel raus. Bin mir jetzt aber auch nicht zu 1000% sicher, weil ich kenne mich, um ehrlich zu sein, mit Matrix nicht so gut aus. Also ich finde die Serie sehr interessant. Ich gucke jetzt gerade nur schon mal auf die Rückseite von der Spielehülle. Ich gebe mir einfach mal die Option, so. Wo ist sie denn? Ich kann es nicht lesen. Ich glaube, da ist auch direkt der Sony-Sticker drüber. Egal, ich meine, müsste so 2002, 2003 gewesen sein. Als das Spiel hier rausgekommen ist. Aber ich kann mich da auch täuschen. Ah, guck mal hier, was haben wir denn hier? Audio. Stimmt. Laut auf jeden Fall. Grafik. Ja, Untertitel ist gut. Gamma, ja, lassen wir erstmal alles so. Ja, und auf jeden Fall, Matrix ist eigentlich eine sehr interessante Serie, finde ich. Also eine Reihe, muss man auch dazu sagen. Ich habe auch die Matrix-DVDs. Ja, DVDs, ja, so lange habe ich sie schon in so einer Collection alle zusammen. Also Matrix 1, 2, 3 und Animatrix. Und es ist halt sehr philosophisch angehaucht, ne, dass man über das Leben auch nachdenkt, ne, was das Leben eigentlich besagt. Also viel, viel tiefgründiger als ein technisch total kranker Actionkracher. Das ist also der Film. Womit ich mich aber, um ehrlich zu sein, noch nicht so wirklich beschäftigt habe. Den ersten habe ich gesehen, den habe ich schon öfters gesehen, und Teil 2 und 3 sollen wohl auch nicht so gut sein. Aber ja, ich muss mir die irgendwann mal mit Verstand angucken. Ich habe die sonst immer mit Zocken laufen lassen, da kriegt man ja eh nichts mit. Aber ich werde mir die auf jeden Fall mal reintun. Und ja, natürlich mit Keanu Reeves, ne? Wer kennt ihn nicht aus Matrix, ne? Ja, und ich habe interessanterweise damals von einem Kollegen, der mir auch die ganzen PlayStation 2 Spiele damals gezeigt hat, war eigentlich ein recht guter Kollege damals. Und der hatte auch ein unfassbares Filmwissen. Der ist mir so mit Matrix auf den Sack gegangen. Und der hat sich so auf den zweiten Teil gefreut. Ich weiß nicht, ob er das Spiel gespielt hat, ne? Weiß ich nicht. Und das Spiel selbst hat eigentlich auch immer, ich sag mal, durchschnittliche Kritiken bekommen. Also es war jetzt kein Action, also kein richtiger Kracher, der jetzt irgendwie mit 90% immer ins Rennen gegangen ist. War es aber auch keine absolute Grütze, was jetzt irgendwie nur 60-50% bekommen hat. War irgendwo so dazwischen 70-80%. Meistens so in dem Dreh rum. Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt für ein Spiel ist. Ich denke mal, es ist ein Third-Person-Spiel. Vielleicht ein bisschen Shooter. Ich weiß, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Auto fahren. Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das ist. Und ich weiß auch nicht, wie gut das ist. Ich kenne nichts davon. Ich habe es noch nie in Bewegung gesehen, welchen Controller in der Hand hatte. deswegen blind, ja. Interessant ist aber, man kann hier auch hacken. Was? Oder man kann nicht hacken, ich habe keine Ahnung, vielleicht muss man das erstmal durchspielen, da kann man halt Sachen im Spiel ändern, freischalten und all so ein Gelöt, mit aber richtigen Hacker-Codes, das ist halt schon eine ganz coole Sache. Da kann ich mich noch dran erinnern, in der Spielzeitschrift, da gab es halt mal in diesem Cheat- und Codes-Segment halt diese Hacker-Codes und ja, ne, fand ich eigentlich ganz nice. Gut, ja, dann jetzt ohne weitere Umschweife würde ich sagen, fangen wir einfach mal ein neues Spiel an, auf normal natürlich und genießen das Intro, ja. Look at him. Like flies to cow pies, crawling over every drop we ever used. We didn't have a lot of time. A lot of time? Wrong. We don't have a little time. Look, I don't mean to be Mr. Naysay, but you really think you got a chance in hell of getting to that thing before they find it? I don't know, but that won't stop her from trying. Come on, Ghost. It's crazy. Sparks, how long have you been operating on this ship? 3 years. Then you ought to know by now. When she makes up her mind, you have one choice.
You go with her, or you get the hell out of her way. Out of the post office. Is the drop still clean? Niobe, this won't be easy. Thaddeus was my friend. I knew him. He never used a drop before. He didn't trust him. Whatever's in that box cost Thaddeus his life and the lives of his crew. And I have a feeling if we don't get to it first, it's gonna cost us a whole lot more. So are you red or blue on this? You know me, Niobe. It's not a choice. It's a way of life. Because I know how valued my opinion is on this ship, I won't bother to tell you. But I think it's insane for you not to wait for a support team. And for the record, when I cart your bodies back to Zion, do you prefer cremation or the gardens? Sparks, your faith in us remains a source of personal inspiration. Well, I am what I am, and I do what I can. Then can you shut up and hit the button? Your wish, Captain. My captain is my keystroke colon double backslash execute command. Ach, guck mal, jetzt kann ich mir sogar einen Charakter auswählen. Jetzt habe ich gerade eingeatmet, weil ich mich eigentlich räuspern wollte, aber ist nicht schlimm. Ja, nur kurz zur Info, ne? Also, ich habe ein sehr rudimentäres Wissen über Matrix. Ich fasse mal so ganz laienhaft zusammen, worum es geht, ohne Gewähr, dass das inhaltlich richtig ist. Ja, im Endeffekt, das Leben, was die Menschen leben, also auch projiziert auch auf unsere Gesellschaft, die wir jetzt gerade auch durchleben, ist ja auch so dieser philosophische Ansatz, ist gemäß der Matrix eigentlich nur eine Scheinwelt, die von einer höheren Macht quasi erstellt worden ist und die uns in dem Glauben lässt, dass wir unser Leben leben und eigentlich auch ein glückliches Leben haben, selbst wenn wir damit Probleme haben, die wir auch als Probleme ansehen und auch als überaus schlimm vielleicht ansehen, obwohl es überhaupt gar nicht schlimm ist, sondern dass uns die Maschinen dann damit auch einfach nur vorgaukeln möchten. Hör mal, ne, das ist schon das richtige Leben, ne, deswegen hast du auch nicht nur schöne Sachen bei dir. Und ja, Neo, der Keanu Reeves, ja, ist halt quasi der Auserwählte, der sich halt da behaupten möchte, weil die Maschinen, die zapfen von uns Menschen dann quasi, ja, Energie ab, wir sind deren Wirte, nur durch uns können sie auch weiter existieren und lassen uns deswegen in dieser Scheinwelt, damit wir uns nicht über unser, ja, tatsächliches Leben auch beschweren. Und ja, das war mal so eine ganz kurze Zusammenfassung, um überhaupt zu reilen, worum es geht. Und ich schätze mal, die beiden Kollegen hier, Niobe und Ghost, was hießen die so? Ich habe das jetzt gerade vielleicht nicht so ganz mitbekommen. Ja, das sind im Endeffekt wahrscheinlich Charaktere, die Neo dabei unterstützen, in der Nicht-Scheinwelt für Ordnung zu sorgen. Wobei es so aussieht, als wären wir jetzt doch wieder in die Scheinwelt gekommen. Aber, oder in die Matrix, wie auch immer, ne? Ich habe, wie gesagt, kein Wissen darüber. Ich hoffe mal, ich werde wahrscheinlich gelüncht von Matrix-Fans und Spezialisten, aber ist mir auch egal, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, die Filmausschnitte, die wir gerade gesehen haben, sind von keinem Film. Die sind exklusiv für das Spiel erstellt worden. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob wir einen Unterschied haben, wen wir jetzt wählen. Ich nehme erstmal den Kerl natürlich. Wie sollte es anders sein? Aber ist auf jeden Fall schon cool gemacht, ey. Vom Intro her, also das fängt den Flair der Filme auf jeden Fall ein, also gerade vom zweiten und vom dritten Teil. Und auch Teil vom ersten Teil natürlich, wo sich dann halt außerhalb der Scheinwelt befinden. Why do you do that? Do what? Check your guns. You never know. It's a program. They get loaded every time the exact same way. Hume teaches us that no matter how many times you drop a stone and it falls to the floor, you never know what'll happen the next time you drop it. It might fall to the floor, but then again, it might float to the ceiling. Past experience can never prove the future. So? So you never know. Here we go. We're in. You got 10 minutes until the post office closes. There's a ton of heat in the area, but the package is still untouched.
box number is 731222. Got it. And hey, can you ask Ghost if he doesn't make it? Can I have his boots? Your call. Inside or out? I'll get the package. Keep in touch. Ja, klar, speichern wir mal. Wir haben ja schon viel geschafft. Super. Ich war, aber offensichtlich ist es so, als würde ich das Spiel zweimal durchspielen müssen, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Einmal mit Ghost und einmal mit Niobe. Weil wenn Niobe jetzt draußen bleibt, ne? Oder vielleicht zumindest teilweise die Mission. Vielleicht kann man die hinterher einzeln anwählen, ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber ich mag sowas, wenn man halt mehrere Möglichkeiten hat und dann verschiedene Pfade wählen kann. Das sehe ich auch momentan bei Colony Wars. Was cool ist bei Colony Wars, für PlayStation 1, da zocke ich ja momentan, wenn man eine Mission nicht schafft, geht die Geschichte weiter, aber anders. Ja, weil man eine bestimmte Voraussetzung nicht erfüllt hat. Aha, Ego-Perspektive, schön. Okay. Man muss mit rechten Analogstick nach unten zeigen, um die Ego-Perspektive... Ah, nee, man muss ihn einfach nur irgendwie drücken. Okay, alles klar. Ah, es ist schön schnell, es ist schön, aber der läuft so lustig. Drücke Pause-Menü, um die Tipps zu öffnen. Ego-Perspektive. Du kannst ja noch die Augen des Charakters gut begrüßen, den Modus auszu... Blablabla. Ist okay, kriege ich hin. Ah, das ist aber mit der Steuerung gar nicht so einfach. Weil man mit dem linken Stick lenkt und auch gleichzeitig läuft. Das Fangkreuz zeigt ein aktuelles Ziel. Kann ich irgendwie... Ah, man kann strafen. Soll ich dich töten? Oh mein Gott! Okay, ich habe jetzt irgendwelche Wachleute kaputt gemacht. War es schlimm? Ich habe keine Ahnung. Nee, dich möchte ich nicht töten. Okay, man kann springen. Kann die Waffen wegstecken. Oh! Geil. Okay, man hat Nahkampfangriffe. Das ist Schlagen. Ja, die Martial Arts Künste, die in der Matrix grundsätzlich existieren. Tätige Aktion, um Türen zu öffnen. Warum bin ich auf dem Damenklo? Ich wollte da gar nicht hin. Was ist das? Steht da? Ich kann es nicht lesen. Stamp-Katalog. Okay. Lustig. Schön Türen auftreten. Wie viele mal irgendwelche Goodies, Geheimnisse oder sonst irgendwas? Das wäre auch mal ganz nice zu erfahren. Also was mir gefällt, wir bewegen uns mega schnell. Das finde ich wirklich gut. Okay, hier gibt es auf jeden Fall das geilere Bild. Fällt überhaupt gar nicht auf, ne? Wenn da jetzt noch einer auf dem Klo sitzt. Ja, okay. Ja, aber das Blöde ist halt, ich habe echt den gleichen Knopf zum, ich kann nicht Pipi machen. Zum Drehen und zum Laufen. Das ist ein bisschen irritierend. Und diese typische Matrix-Filter, dieses leicht grün-braune. Das haben die auch gut eingefangen. Es gibt jetzt auch für die PlayStation 5 ja so eine Grafik-Demo. Auch von Matrix. Ist auch ziemlich cool gemacht. Sehen wir nur, wie alt hier die Schauspieler geworden sind. Da ist ein Schlüssel. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Nahkampf. Someone has been through the mailboxes already. Are we too late? Nah, they've been turning the place upside down. Thing is, I don't think they know what they're looking for. How am I supposed to find it? Box 731222 is located one floor up. On my way, stand by. 731222, okay. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken muss. Ich weiß halt nicht, ob man hier irgendwie mit der Welt interagieren kann oder soll. So, auf jeden Fall irgendwie nach oben. Okay, das zu. Ist okay. Okay. Wo geht's denn hier nach oben? Scheiße. Toiletten. Ah, guck mal, hier ist ein Aufzug. Stehen bleiben! Okay. Neuer Tipp. Nahkampfmodus. Hab einen Weg gefunden, da reinzukommen. Versuch die Sicherheitstür hinter dem Schalter. Okay. Ich mag das Zielsymbol da oben. Was?
Hier. Ah! Okay. Sparks, the elevator's out of action. Okay. Found a blueprint. Give it to me. Looks like the elevator would have taken you right to our P.O. box on the second floor. Here we are. Head to the freight elevator in the back of the sorting area. Then what? Then hope it's operating. Ja, und übrigens Freitag, den 11.3. habe ich noch gar nicht gesagt, um... Bin ich das? Nein. Oh, schade, ich dachte, ich kann die Scheibe zurück. 19.37 Uhr aktuell. Ich will noch gar nicht hier weitergehen. Ah, okay. Da kommen wir nicht weiter. Okay, man kann die Bilder auch nicht abschlagen. Soweit ich aber weiß, also ein Kritikpunkt von dem Spiel war, dass es relativ linear war. Und ich weiß nicht, ob es kurz war. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber werden wir ja sehen. Alles cool. So, hier war jemand drin. Nein, war nicht. You're not supposed to be here. Ach so. Sind die mir jetzt böse gesinnt, oder? Weil die sind ja eigentlich nett. Guck mal, der will mir gar nichts tun. Ich bin ein ganz schönes Arschloch, ey. Boah. Es tut mir jetzt leid, dass ich hier schon ein paar Leute verprügelt habe. Oh, Manu. Ich tue euch nichts mehr. Sein, ihr tut mir was, okay? Können wir uns darauf verständigen? Und wenn ihr im Weg steht, dann geht einfach beiseite. Ich will wirklich nichts tun.